Könnt ihr glauben, dass wir uns schon wieder in einem Best-of hier wiedersehen? Also ich kann es definitiv nicht fassen, dass schon wieder der erste Monat des Jahres vorbei ist. Und auch das Wetter weiß nicht so ganz, in welcher Zeit wir uns befinden. Bei uns ist gerade gefühlt jede Wetterlage dabei, die uns eigentlich im April erwartet. Aber es kann ja nur besser werden. Ich würde vorschlagen, wir lehnen uns jetzt zurück, machen uns eine Tasse Tee oder heißen Kakao und blicken noch einmal gemeinsam auf den Januar zurück. Viel Spaß! Nach dem Jahreswechsel ist es ja bei sicherlich auch vielen von euch, so auch bei uns, erstmal eine kleine Neustrukturierungsphase. Unser Team hat ja über die Feiertage immer frei, das heißt, alle müssen auch erstmal in den Alltag zurückfinden. Wir haben die Wochen strukturiert, wir haben Ziele für unsere Pferde festgelegt und wir haben schon die ersten Turniere geplant. Und wenn wir schon beim Thema Team sind, einige haben es ja in den Kommentaren oder in den Nachrichten auch schon mitbekommen, dass sich etwas verändert hat. Wir haben letztes Jahr viele schöne Dinge gemeinsam mit Anne erlebt, die wir nicht missen möchten, aber zum Januar haben sich unsere Wege getrennt. Wir möchten hier nicht über andere reden und haben uns deswegen bewusst entschieden, das jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht breit zu treten, aber verstehen natürlich eure Fragen und euer Interesse an dem Thema, da wir ja einen sehr großen Teil unseres Lebens mit euch teilen und genau das ja auch immer das Schöne ist, der Austausch mit euch, das gemeinsam zu erleben und Dinge auch gemeinsam zu diskutieren. Schließlich seid ihr ja auch ein sehr großer Teil unseres Lebens geworden und an der Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch, an all die lieben Kommentare, Nachrichten, an jedes Like, das ihr uns zukommen lasst. Das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Eines meiner großen To-Dos im Januar, aber auch immer noch, ist die Turnierplanung und ich mache das immer so, dass ich die internationalen großen Turniere, die großen Events nehme, da mein Jahr soweit durchstrukturiere und daran angepasst dann die Turniere für Nachwuchspferde und andere Veranstaltungen drumherum plane. Da aber viele Termine und Ausschreibungen immer erst so nach und nach online kommen, ist das ja auch ein laufender Prozess. Aber das erste große Turnier, was auch immer schon ein absolutes Jahreshighlight ist, stand ja im Januar schon an, und zwar die Partnerpferd. Das ist für uns seit Jahren Tradition und in Vorbereitung darauf waren wir ja auch nochmal bei Christian Hess zu einem sehr spontanen Bootcamp sozusagen. Aber da hatte ich wirklich absoluten Fokus aufs Training für mich gesetzt, habe deswegen nicht ausführlich außenrum alles mitgefilmt. Nichtsdestotrotz wollen wir euch hier auch auf YouTube natürlich nochmal so ein bisschen teilhaben lassen an dem Ganzen. Gibt natürlich einige Aufnahmen, die entstanden sind und da schauen wir jetzt mal rein.
kann. Out there with your friends. Trying and trying and trying. Your cell phone on. Und natürlich schwenken wir gedanklich auch noch einmal auf die Partnerpferd selbst. Ich bin ja das erste Mal mit Castor in so einer Kulisse und Atmosphäre an den Start gegangen und war zugegebenermaßen sehr nervös. Unser letztes Jahr, was ja auch unsere erste gemeinsame Zeit war, hatte Höhen und Tiefen und wir mussten uns auch erstmal so richtig kennenlernen und einfuchsen. Und dafür habe ich mir den Winter über sehr viel und sehr bewusst Zeit genommen und habe auch das Training teilweise, auch dann Christian vor allem, nochmal so neu gedacht und nochmal so ein bisschen neu gefunden. Und das Ganze hat in Leipzig schon mal erste Früchte getragen. Den ausführlichen Vlog könnt ihr natürlich hier auf YouTube gerne noch einmal anschauen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Aufnahmen, die ihr hier noch nicht gesehen habt. Und deswegen schauen wir da mal rein. Oh, wie gut er das macht. Oh, ich glaube, er ist ein Schaf. Ja, bist du big? Ich glaube, das stört mich gar nicht, oder? Oh. Wieso habe ich Wasser im Gesicht? Hast du das? Deine Schnauze ist nass. Ist Kohlensäurewasser für Pferde gut? Naja. Ist das Doping? Das ist dann der Warp-Antrieb. Ins so, jetzt kann er leider niemand anders sehen. Entschuldigung. Müssen wir auch nicht. Wow. Wie hängst du da? So, du wolltest doch schöne Holz dazu, oder nicht? Ja, aber ich weiß nicht. Du willst doch Volumen haben. Ich weiß nicht. Nein, guck mal, er möchte es mir schon gar nicht zeigen. Wie müde. Hallo? Das war nicht der Plan. Ich denke, Katrin, weißt du. Wow, hast du dein Wasser umgekippt? Ja. Warum? Der nimmt den Mund und zieht ran. Ich weiß. So, dann rufen weg, alle drei Minuten gemacht. Wirklich, du standst daneben und er guckt dich an. Oh. Immer wieder spazieren. Bist du ein Hex oder was? Ja. Wenigstens eine Aufgabe. Mein persönlicher. Oh nein, da weiter, da weiter, wieso? Da weiter. Warum? Statt des Service. Wieso? Da weiter. Das ist doch durchs Warmbad. Nein, das ist auch nicht wärmer. Und hier können wir fahren, da sind die Pferde. Hier ist es einfacher. Alter. Vor allem, da stand ja nicht mal was drauf. Das habe ich ja gerade eingepackt. Ganz frisch. Kommt die? Na, nicht oh, alle. Aber da ist die Schüssel! Also eigentlich packe ich gerade meine Sachen aus nach Leipzig. Aber irgendwie packt sich Leica ein.
Der zweite, bleib, alles gut. Alles gut, meine kleine Maus. Der zweite hat sich übrigens auch schon dahinter versteckt. Hallo. Ja, mein Schatz. Oh. Ich glaube, hier ist jemand froh, dass wir wieder zu Hause sind. Ich habe schon Koffer ausgeräumt, Wäsche wegsortiert und die erste Maschine läuft auch schon. Und hier auch Castors Schleife. Riesengroß, wunderschön und sehr schön so. Im Januar gab es auch einen kleinen Pferdewechsel. Gryffindor ist zum Jahreswechsel schon wieder nach Hause gezogen und im Januar haben auch Alice und Montana unseren Stall verlassen und dadurch war natürlich auch wieder Platz für Neuankömmlinge. Die werdet ihr in der nächsten Zeit kennenlernen, keine Angst. Auf uns wartet ein sehr aufregender Februar mit zum Beispiel der Spurgermesse in Köln, mit dem ersten internationalen Turnier des Jahres, mit dem Finale der BEMA Riders Tour in Neumünster bei den VR Classics und dem Einbau unserer neuen Boxen im neuen Stall. Ich habe es ausgesprochen. Oh Gott. Ja, es wird soweit sein. Wir sind alle sehr aufgeregt. Aber auf euch wartet jetzt erstmal das Beste zum Schluss, wie immer. Die geballte Ladung Buchenhof Live und einige sehr lustige Outtakes gibt es natürlich auch für euch. Wir freuen uns aufs nächsten Wochen und Monate gemeinsam mit euch und ich bin jetzt schon sehr gespannt, was die nächsten bevorstehenden Recaps des Jahres 2023 so für uns bereithalten werden, was wir euch berichten werden. Aber jetzt geht's erstmal mit einem kleinen Rückblick im Januar hier in eure Lieblingskategorie des Formats und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Sag mal was. Profis am Werk hier, ich sag's euch. Nein, das Handy einfach nur, das Mikro da ist. Hab ich's schon kaputt gemacht? Wow! Was ist es? Und ich dachte mir, wenn ihr schon mal hier... Oh, wow. Hallo. Meinen ganzen Pulli anziehen kann. Sieht man nicht so. Gerade Beine. Ja, genau, genau. Gerade Beine. Eieiei. Ich hab's wie so eine Oma. Hey, ich hab heute Balance-Sport gemacht. Oh, wenn wir es hier Leckerlis nachfüllen. Schade. Und Schüssel. Bleiben wir hier? Du machst doch jetzt alle ganz wild. Juhu. Juhu. Oh. Das war meine ganze Hand, Kollege. Die. Ui! Lea war's. Aber hier musst du aufpassen, hier irgendwann kommt's Leben. Ja. Dann müsstest du aufhören. Ich wollte es doch nur warte, von der, warte, wir müssen das von der Seite sehen. Da, der ist von noch da zu hoch. Sieht ganz gut aus. Nur ausprobieren. Nicht nachmachen. Würde ich nicht schneiden? Ja. Warum?
Ich glaube, die stelle ich einfach auch weg. Was ist das hier? Das ist dreistufig. Wow. Die nächste Herausforderung ist, dass ich hier an der PlayStation zu schaffen bin. Und ich absolut keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Hallo. Geht los? Muss schön aussehen. Was sieht denn schön aus? So? Lecker. Ist auf jeden Fall innovativ heute. Scheiße. Der ist halt ein schön Wetterpony. Das weiß ich ja. Oh, von der Seite sieht es gar nicht schlecht aus, du. Ja, aber hier fehlt. Hä? Na klar, hier fällt es halt nur rüber. Ja, das ist der Punkt, der immer runterfällt. Aber hier? Ein bisschen, hier sieht's gut aus. Hier das so sieht gut aus. Da, was du nicht gesehen hast, sieht gut aus. Na, außer dieser, ich weiß nicht, was es darstellen soll. Ich glaube, das lassen. Das ist der Baby-Zacken oder was? Da kann ich mich dran festhalten über den Sprung. Oh, da musst du aber gut zupacken. Oder was? So. Na, der hat keine Mähne mehr. Bis einer heult. Räumst du auf, Bruder? Ich muss da in die Ecke. Oh Mann. Ach so, ich wollte die gerade wegräumen. Weiß ich nicht, die lag da. Hallo, guten Morgen. Hallo. Na? Ich werfe ich meine Füße auf. Laufen Runde. Komm, zack. Einmal. Ne, so, ich Lea ist mit dem Mantel größer als ihr Pony. Ja. Oh Gott, von oben drauf sieht das aus. Na gut, dass ich hier da oben drauf sitze. Das ist keiner wie. Ui. Ja, so ist Play. Ja, aber ich will doch zurückspulen. Warum genau habe ich da komische Schlieren drauf? Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ein wie liebevoll einmal. Er möchte einfach immer weiter. Energie-Cocktail! Unglaublich! Strolch, du machst alle ganz wild! Strolch!
Ja, sehr gut. Wo ist das Leica? Da ist das Leica. Wo ist das Leica? Hallo. Da ist das Leica. Da ist das Leica.